kann immer weiter gehen, als man denkt und immer weiter denken, als man geht. Dieses Zitat haben sich die Macher des Fink-Festivals zu Herzen genommen. Musik ist ihr Antrieb, um über Grenzen zu gehen. Auch ihr Konzept zeugt von Freidenkergeist. Techno-Beats am Kosputner See sollen die in Scharen angereisten Fans am helllichten Tage in eine andere Sphäre versetzen. Was gefällt euch so gut an dem Event? Naja, die Location und wir haben Live-Musik on the Beach. Geiler geht's ja nicht, oder? Super geiles Line-Up. Location, Kosputner See, 1A, also kann nicht besser sein. Paul Kalkbrenner. Party! Party, na ganz klar, ja. Dass es am Strand ist, dass man ein bisschen träumen kann und dass man viel mehr Platz hat als in der Disco. Und dass es meine Musik ist und dass es tagsüber ist, also alles eigentlich. Beim Fink-Festival geht es darum, nicht in festgefahrenen Kontrollen zu denken, sondern halt frei zu denken. 1995 hat das Fink-Festival nicht deswegen aufgehört, weil keiner mehr Lust hatte, das zu machen, sondern damals war die Distillerie ja noch illegal. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen es einfach mal wieder. 15 Jahre später zwar, aber okay, lieber spät als nie. Strand ist das Beste, was man machen kann für eine Party. Gerade wenn Sommer ist, können Leute im Wasser tanzen, können hier abchillen auf Decken, wenn Sonne scheinen würde. Ist ja leider nicht, aber vielleicht kommen sie ja noch raus. An sich ist es natürlich eine super Sache, so hier am Strand zu spielen und ich gehe auch privat viel hierher. Ich habe mit Markus Welby zusammen gespielt und es war sehr angenehm. Also ich lege auf seit 15 Jahren und produziere seit 10 Jahren und es ist nicht mehr wegzudenken. Ich habe dem viel zu verdanken, es hat mir eine Richtung gegeben im Leben und das soll auch so bleiben. Hier geht die Party noch bis zum Abend weiter. Unter anderem dürfen sich die Besucher noch auf Paul Kalkbrenner freuen.